Lotz on the Grid, neben mir Astronaut Franz Fieböck. Sie sind heute bei der Präsentation eines medizinischen Gerätes hier in Graz gewesen. Jetzt ist Ihr Einsatz 25 Jahre her und 25 Jahre danach beeinflusst Ihre Arbeit noch immer sozusagen die Technologie. Was bedeutet das für Sie? Viel. Viel Freude. Es gibt Schöneres, wenn diese Sachen, die damals, ich sage mal, Grundlagenforschung sind, wenn die dann schlussendlich auch ihren Weg in einen Nutzen, nicht nur allgemein für die Menschheit, das war damals auch, aber sozusagen auch wirtschaftlicher Nutzen bringen. Wirtschaftlicher Nutzen bedeutet ja auch Arbeitsplätze. Inwiefern ist die Weltraumforschung ein Antrieb dafür? Naja, schon ganz essentiell. Das sieht man hier im Kleinen und man hat es also im Großen gesehen. Ich meine, es gibt immer diese Beispiele der Apollo-Missionen, wie viel an Arbeitsplätzen da geschaffen wurden, an Technologien entwickelt wurden. Die Zahlen weiß ich nicht auswendig, aber es ist einfach immer interessant, durch solche Projekte, durch Weltraumforschung, wie viele neue Technologien entwickelt werden und daraus durch Innovationen auch wieder entsprechende neue Produkte und Arbeitsplätze. Und eine Frage noch, ich habe Sie letztes Jahr schon beim Weltraumtag gesehen, wir werden Sie wahrscheinlich heuer wieder in Graz sehen. Was verfolgen Sie derzeit in der Weltraumforschung mit dem meisten Interesse? Ich beobachte natürlich sehr aufmerksam die bemannte Raumfahrt, wie hier die einzelnen Missionen zur Raumstation ISS passieren, was die Chinesen machen. Dieses Jahr bin ich selber sehr im Einsatz, weil ich eine große Konferenz als Gastgeber hier betreue, und zwar anlässlich des 25-jährigen Jubiläums unseres Raumfluges werden circa 100 Astronautinnen und Kosmonauten nach Österreich kommen. Und da gibt es eine einwöchige Konferenz Anfang Oktober. Und da wird es dann sehr viele auch Vorträge und Präsentationen in Schulen geben, Universitäten und so weiter. Und da werden wir auch natürlich in der Steiermark und in Graz entsprechend prominent vertreten sein, weil Steiermark und Graz auch hier österreichweit als Schwerpunkt der Weltraumfahrt und Weltraumforschung auch gelten. Wegen dem Weltrauminstitut ergänzend. Nicht nur wegen einem Weltrauminstitut. Das Weltrauminstitut ist natürlich ein Schwerpunkt, aber wie auch dieses Beispiel heute zeigt, nicht der Professor Moser, der ist also kein Techniker, ein Mediziner. Also die Weltraummedizin hat in Graz auch, ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage noch ist, aber auch durchaus einige sehr gute Sachen gemacht. So, kein kleiner Hinweis noch. Diese Folge ist Mike gewidmet. In diesem Sinne, danke vielmals fürs Gespräch. Danke ebenfalls. Danke.